Mit Unterschriften unter den gemeinsamen Koalitionsvertrag haben CDU und SPD in Hessen ihr Regierungsbündnis besiegelt, namentlich die Vorsitzende der hessischen SPD, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, und der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Boris Rhein. Wir wurden natürlich auch schon darauf angesprochen, wie kommt es denn zu diesem Namen Eine für alle? Ich finde, es ergibt sich eigentlich ganz schnell, wenn man die Geschichte unserer Parteien sieht, wenn man aber auch die Werdung dieser Koalition und die Koalitionsverhandlungen sieht. Eine Koalition, so empfinden wir es, für alle Hessinnen und Hessen. Und es ist im Übrigen auch ein Vertrag für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und es ist vor allem eine gemeinsame Zusage von Sozialdemokraten und Christdemokraten. Wir wollen die Mehrheit und die gesellschaftliche Mitte stärken, aber wir wollen selbstverständlich auch Minderheiten schützen und wir wollen einen neuen Zusammenhalt schaffen und wir bringen Dinge zusammen. Ich darf mich zuallererst auch bei den Christdemokraten sehr herzlich, lieber Boris, bei dir vor allen Dingen bedanken, und zwar für etwas, was nicht selbstverständlich war nach diesem Wahlergebnis, nämlich dass ihr uns auf Augenhöhe begegnet seid. Wir haben ein sehr schlechtes Ergebnis historisch in Hessen erreicht als Sozialdemokratie und deswegen war es nicht selbstverständlich, auch bei einer starken CDU, dass uns so auf Augenhöhe in all den 9 Wochen Verhandlungszeit begegnet wurde. Und dafür meinen ganz herzlichen Dank und auch hohen Respekt davor. Bei der Landtagswahl am 8. Oktober hatte die CDU deutlich zugelegt und war mit 34,6% der Stimmen mit großem Abstand stärkste Partei geworden. SPD und Grüne wurden mit 15,1% und 14,8% nur Dritte und Vierte. Nach mehrwöchigen Sondierungsgesprächen mit beiden Parteien hatten sich die Christdemokraten für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der SPD entschieden.